Herzlich willkommen zum fragmentiertesten Let's Play der Welt. ETS wo? Gestern Mittag 3 Folgen, gestern Abend 2 Folgen, jetzt wieder 3 Folgen. Easy. So, wir sind immer noch bei unserer Tourfahrt. Ich weiß nicht, wir haben irgendwie noch 1200 Kilometer vor uns. Klingt also alles danach, dass wir es in den 3 Folgen jetzt schaffen werden. Vielleicht sogar noch schneller. I don't know. Also gar nicht mal so schlecht. Dann passt ja mein Plan, dass wir in den nächsten 8 Folgen dann wieder komplett clean starten. Für den Fall, dass, wenn nämlich bis dahin das nächste Update draußen ist, ein 47, dass wir dann keine Mission offen haben, die dann gecancelt wird. Vor allem nicht so eine lange Mission, wo dann gleich 100.000 Euro flöten gehen würden, vom Wert her. So. Ach ja, wenn es ja wieder hier eine Nachttour ist, ja hier schon wieder, ist ja geil. Ja, dieser schöne Auflieger, dieser schöne LKW, oh, alles so geil. Die Autos klingen immer noch beschissen. Klingt immer wie so eine elektrischen Kreissägen, I don't know. So. Straße frei, let's go. Dann wollen wir mal. Ja, siehst du, knapp 1200 Kilometer. Wenn also nichts dazwischen kommt, sollten wir das packen. So, und als allererstes mal direkt wieder hier Musik. Oh, Straße frei. Sehr gut. So, den Marker gesetzt für Pennen gehen haben wir schon, ne? Glaube ich. Ui, was ist denn das für ein... Wie nennt man das? Ah, hier schon wieder. Ihr macht auch schon wieder so eine komische Grube. Ah. Orientalische Musik, oder wie das heißt. Ah, genau, haben wir, gell. So, wie sieht es eigentlich mit den ganzen Fahrern aus, die jetzt mittlerweile neu dazugekommen sind? Ja, hier könnt ihr auch noch einen Punkt machen. Sie auch. Okay, sie hat mittlerweile. Achso, sie ist auch schon beim Fernfahren. Ja, okay, genau. Ja, das heißt, die brauchen immer noch jeweils einen Punkt bei hier. Wie heißt das? Mann, ich weiß nicht, nur ein Begriff. Genau, Just in Time. Für Just in Time Lieferungen brauchen wir jeweils noch einen Punkt und dann, ja. Petra J ist im Level aufgestiegen. Wie auch immer Petra J ist. Als ob ich mir von meinen Mitarbeitern die Namen merke. Ich nummeriere sie einfach durch. Wobei, dann müsste ich mir auch die Nummern merken. Nee. Ich nenne sie immer liebevoll du. Ist da vorne rot? Ist da vorne eine Ampel? Wo ist da vorne eine Ampel? Oh. Boah, fahrt doch mal! Bitte, ihr habt grün!
Osten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Aber weißt du was, den großen Bogen haben wir eh schon erkundigt. Ich glaube, wir biegen mal wirklich nach links ab. Nein! Ach, schau mal. Scheißendreck. Was für Scheißendreck. Ja, wie gesagt, so viel Ritter waren wir nicht, ne? Die Ampeln hier, die müssen sich mal ein bisschen feiern, ne? Sonst geht's Krieg. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Also muss ich nach links. Ah ne, brauche ich nicht. Laut Schilder nach vorne kann ich auch geradeaus weiter. Sehr gut. Hamburg. So, da vorne ist unsere wohlverdiente Ruhepause. Oh, wobei, diesmal haben wir keinen Sonnenaufgang, ne? Das heißt, da kriegen wir vielleicht sogar ein bisschen mehr vom Tag mit. Ha. So. Rechts halten und dann auswärts rechts nehmen. Oh, mal schauen. Die auswärts rechts.
immer geradeaus. Geradeaus. Wieder meinen Auflieger am Tage sehen. Direkt noch besser. That's not bad. Ich bin eine Ameise. Ich kann hier durch? Oh nö. Mein Kopf ist zu groß. Ich komme nicht. Wo geht's denn hoch? Achso. Nice. Hier kann man ja eigentlich Fotostudio Galerie. Kann man die Fotos nicht angucken? Also ich muss warten, bis er alle geladen hat. Es gibt leider kein. Gibt's leider kein Vollbild. Das ist ja schade. Ich finde es immer schade, dass es bei diesen Dingern immer. Was? Achso. Dass es bei diesen Dingern immer keine Möglichkeit gibt, irgendwelche. Ja, also halt in Vollbildmodus zu gehen. Achso, kann ich da gleich. Schade, dass es da kein Vollbildmodus gibt. Und löschen. Kann man probieren mit Return, aber ist das gleiche, ja. Schade. Ach, immer blöd. Na gut. Was ein Opfer, Alter. Als Polizeischikane, du Pisser. Ich piss dir in deine Cornflakes. Und daran merkt man, Polizeigewalt gibt's auch in Spielen. Warum rollt es so schnell?
Vor allem, ich hab nur die Spur gewechselt, um darauf wieder zurückzuwechseln. Ich kack ihn in deine Cornflakes. Wo ist er jetzt? Nein. Da. So. Mats und Petra J. Okay. Die anderen hier, die sind alle fertig. Sind auch alle ausgeglichen wieder. Warum ist sie ausgeglichen, obwohl dir noch ein Punkt fehlt? Wer hat denn das gemacht? So, genau, so, alle So, also Mats und Petra, die Namen werde ich mir nicht merken. Weil die jeweils noch ein Level abbekommen, wobei die müssen erstmal hier ein Level reinstecken, wahrscheinlich bei beiden, ne? Na, mal. Das heißt, die brauchen beide wahrscheinlich noch zwei Level. So. Wir haben noch. Ja genau, wir können noch einmal pennen gehen. Müssen wir wahrscheinlich auch noch mal. Sieht also alles gut aus. Oben wieder diese fliegenden Texturfehler. Sehr geil. Das ist ein Stealth-Bomber. Bitte links halten. Das ist so eins dieser Lieder, wo ich mir so denke, dass die Produzenten sich so dachten, so, ja,
ey, wir nehmen einfach mal so einen Resident Evil Soundtrack und klatschen eine sexy Stimme drüber. Wird's bestimmt ein Hit. Oh nein, wir sind schon wieder arm. Sad life. So, wie viel müssen wir aktuell zurückblättern? Mindestens 88. Ah, okay. Ah, wenn wir noch ein bisschen sparen müssen. Bevor wir da einen Kredit zurückzahlen. Können. So, dann fahren wir wieder runter von der Autobahn. Ja, das ist ein geiles Lied. Achtung, wird laut. Der sagt, dass sie nicht sieht. Aber das war ein Lied, wo ich mir so dachte, ne, da, sexy Stimme und ein ordentlicher Beat runter, das ist halt krank.
Ah, Digga. Zwei gute Lieder in der WoW. That's not bad at all. So. Hier 90 lang? Wie, what? Viel Spaß dabei. Oh, wieder die schöne große Brücke. Sehr schnieke. Ich hab nur überlegt, ist das zu nah oder nicht. Irgendwie hatte ich gehofft, das war nicht zu nah. Aber es war zu nah. Okay. Hallo, Kamera? Achso. Weil er richtig Alpha-Band ist an der Stelle. Ah. Da war ich vielleicht doch nicht zu nah, sondern da war einfach nur ein Alpha-Band an der Stelle. Da kannst du das auch sagen. Ah, so sieht man die Brücke gar nicht so gut. Ach, leck mich. Guck mal, schöner LKW. Ah. Ach. Nee, das war besser. Egal. Mal gucken, wo der letzte Savepoint war. 11 Uhr. Ah, nee. Obwohl, es gerade mal zwei Minuten zurück. Let's go. Da will man einmal in der Außenperspektive fahren und bumm, alles am Arsch. Lass uns loslegen. Das war doch so gut gemeint. Eigentlich kann ich an der Stelle auch gleich. Wenn wir eh gerade stehen. So. Ja, und das war's mit der Folge und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, wenn es dann heißt, hoffentlich diesmal nicht an der Kante aufhängen. Ja, bis dann.